Ich will gar nicht lange reden, wir machen gleich weiter. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Bioshock Infinite Let's Play. Wir sind gerade im alles erklärenden Dialog gelandet. Schauen wir mal, wie die nächste Tür. Hey, ich spiel nicht mehr mit, hört ihr? Ich steig aus! Geht sie zurück! Geht sie zurück! Es geht schon? Spinnst du? Nein, du bleibst schon nicht hängen! Komm! Mir ist eben einfach nicht wohl dabei! Dir wird noch viel unwohler sein, wenn du jetzt nicht kommst! Wenn ich da drin hängen bleibe, wird es sehr lange dauern, bis wir uns wiedersehen. Du bleibst nicht hängen, ich verspreche's! Das kannst du mir nicht versprechen! Wir verlieren unser Fenster! Ich warte, danke! Gib sie mir wieder, du Schwein! Es ist soweit, los! Nein! Nein, nein, nein! Nein! Anna! Anna! Gib mir meine Tochter zurück! Nein! Ach du Scheiße. Anna! Anna? Nein. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, Anna. Verzeih mir. Ich weiß, wofür das AD steht. Und hast bereut. Dann eines Tages kam ein Mann und bot dir die Chance auf Erlösung. Die Chance für uns zusammen zu sein. Denkst du, er hat sich gebrandmarkt, um Buße zu tun? Verstehe ich nicht. Was war, das war. Was war, das wird sein. Sein Brandmal ist sein Kreuz, wie er unseres ist. Und tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns die Kleine. Und tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns, bringen Sie uns die Kleine. Er reimt sich seine und tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns die Kleine. Wird neue Erinnerungen aus seinen Alben. Tja, das Gehirn passt sich an. Ich kenne das. Bringen Sie uns die Kleine. Und tilgen Sie. Booker, wach auf. Booker, wach auf. Hier hat es angefangen. Ich hab dich verkauft. Ich hab dich verkauft. Für Sie spricht, Sie wollten sich rauswinden aus dem Geschäft. Das ist alles Comstocks Schuld. Was, wenn ich zurückgegangen wäre, ihn getötet hätte, vor all dem? Dann geraten Dinge in Bewegung. Woher weiß man denn, wie weit man zurück muss? Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss in die Zeit seiner Geburt und das Schwein in seiner Krippe ersticken. Und da sind wir wieder. Aber ob das wirklich die Ultima Ratio ist? Wie oft sollen wir hier eigentlich noch ankommen? Zurück zu seiner Geburt. Anna DeWitt. Elizabeth Comstock. Booker, bist du sicher, dass du das willst? Ich muss es tun. Nur so kann ich alles ungeschehen machen. Kann man überhaupt irgendetwas ungeschehen machen? Bist du bereit? Was soll das? Wieso sind wir wieder hier? Das ist nicht derselbe Ort, Booker. Aber natürlich, ich erinnere mich. Moment. Du bist nicht... Wer bist du? Du hast dich entschieden zu gehen, aber in anderen Meeren... Eben nicht. Du hast dich taufen lassen. Und du wurdest als ein anderer wiedergeboren. Comstock.
Das alles muss enden, damit es nie beginnt. Nicht nur in dieser Welt, sondern in allen. Ersteck ihn in seiner Krippe. Ersteck ihn. Bevor die Entscheidung fällt. Bevor du wiedergeboren wirst. Er ist Zachary Comstock. Er ist Booker DeWitt. Nein. Ich bin beide. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin ein wenig sprachlos. Alter Schwede, ist das ein Spiel, ey. Ist das eine Story? Zachary Comstock. Booker DeWitt. Also ganz ehrlich, ich raff's einfach nicht. Ich krieg das nicht auf die Reihe. Das ist faszinierend. Also ich muss schon sagen, damit hätte ich jetzt so nicht... Also, ich weiß ja nicht mal, was ich jetzt eigentlich gesehen habe. Ich glaube, ich muss mir dazu mal noch ein bisschen Lore durchlesen oder sowas. Also, wir haben unsere Tochter verkauft, um unsere Schulden zu tilgen. Bei Comstock. So viel habe ich verstanden. Und dann? Was haben wir dann gemacht? Wie spielt das Ganze damit rein, dass wir jetzt angeblicherweise... Sind wir Comstock? War das die Aussage am Ende? Zachary Comstock? Oder sind wir der Sohn von Comstock? Wobei, Zachary... Doch, ich glaube, Zachary war der Vorname von Comstock. Das heißt, wir sind Comstock, aber wie können wir denn... Wenn wir wiedergeboren wurden... Sind wir Comstock geworden? Und dann? Aber wie spielt das Ganze dann mit Lytherbuster rein? Das ergibt doch irgendwie gar keinen Sinn. Ja, vielleicht sehe ich das auch alles falsch. Vielleicht bin ich da irgendwie auch nicht in der Lage, das richtig einzuordnen. Ich weiß nicht genau, was das ist. Nun gut, Story, also, faszinierend, muss man schon so sagen, was die einem da vorsetzen, das muss man erstmal verdauen, ne? Das ist sicherlich kein leichtes Mal, aber, nun gut, ich denke, das ist halt auch so ein bisschen Sinn und Zweck dieser Geschichte, oder? Ich meine, sie haben immer wieder gesagt, am Ende steht man da mit offenem Mund. Und ansonsten, ich bin immer noch gerade ein bisschen geschockt irgendwie. Also ich muss sagen, das Spiel, das Troy Baker, Heather Gordon und Courtney Draper, Zachary Hale Comstock, ne, also sag ich doch. Das war aber doch Daisy Fitzgerald. Wenn wir ein und dieselbe Person sind aus verschiedenen Universen, das
Sind wir das? Sind wir aus verschiedenen Universen oder gleichzeitig? Ergibt das Sinn, wenn wir die Stadt gebaut haben, Columbia? Dass wir dann unsere Tochter eingesperrt haben? Es tut mir leid, das muss gerade total bescheuert sein, dazu zu hören, aber irgendwie, meine Gedanken sind gerade... What the fuck? Was zum Teufel habe ich da gerade gesehen? Okay, lass uns mal wie immer beim Abspann ein bisschen über das Spiel reden. Gesehen von der Story, die wohl ein krasser Mindfuck und einfach nur geil ist. Also wer sich da spoilern lässt, der ist echt selbst schuld. Ansonsten Grafik, ja, okay. Sehr stimmungsvoll, muss man schon sagen, aber sowas trifft ja auch auf so Spiele wie World of Warcraft oder dergleichen zu. Und... wenn man sich halt einfach mal so ein paar Details anschaut, also was ist sich Äpfel mit vier Polygonen oder sowas, oder halt die Ladenstände, die dann irgendwelche Bilder von Früchten verkaufen und sowas. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch notwendig sein muss, ob man da nicht ein bisschen mehr Detail einfach dem Ganzen spendieren kann. Was ich persönlich natürlich sehr schade finde, ist, dass mir 6 Infusionen durch die Lappen gegangen sind. Das heißt, wir haben den großen Teil wirklich nicht gesehen. Von den Audiologs fehlen auch irgendwie 4 oder sowas und von den Tourismusattraktionen auch. Das ist schade, das ist aber das, was ich gesagt habe. Es gibt halt keine Möglichkeit zu sehen, ob man wirklich in einem Gebiet alles schon gefunden hat. Das hätte mir schon noch ein bisschen gefallen, wenn es irgendwie so eine Levelübersicht gegeben hätte und sowas. Ja, du hast in diesem Level alle Records, alle Infusionen und so gefunden. Aber... gut, ich denke, dazu müsste man dann wahrscheinlich halt einfach eine Komplettlösung heranziehen oder ein Walkthrough oder sowas. Aber ich bin ja relativ weit gekommen, so vom Vollständigkeitsgrad her. Ich bin mal sehr gespannt, wie sie die Thanks to my parents. Thanks to Katie. Ah, cool, die ganzen Grüße. Was soll ich gerade sagen? Ja, also, das hätte mich schon noch gefreut. Ich bin mal gespannt, wie sie die DLCs einarbeiten, welche Geschichte die erzählen, denn ganz ehrlich, da kann man nichts mehr dran hängen. Man kann vorher ein bisschen was noch einflechten und sowas, aber ansonsten... vielleicht machen sie es wie bei Assassin's Creed oder sowas, dass man so eine Alternativgeschichte spielt. Ich wurde die ganze Zeit irgendwie bei diesem ganzen Parallel-Dimensions-Hin- und Hergereise irgendwie die ganze Zeit stark an Fringe erinnert. Ich weiß nicht, wem das ähnlich ging. Wer sich da nicht spoilern lassen möchte... erzähle ich das jetzt? Naja, egal. Auf jeden Fall gibt es da halt auch so eine Geschichte, so eine ähnliche, wo es auch um den Verlust von einer geliebten Person geht, die man sich dann aus einem anderen Universum wieder zurückholt und so Zeug. Ich weiß nicht, also... das ist halt schon echt krass, aber das hat hier, das ist alles so schön verflochten. Nur wobei ich natürlich überhaupt nicht verstehe, ob wir überhaupt noch in unserem Hauptuniversum irgendwie einen Zusammenhang dazu haben, weil das ist so wie, früher gab es mal so eine Serie, wie ist die Sliders oder Jumpers oder sowas, da sind sie auch so durch Paralleluniversen hin und her gehüpft und das Problem ist, da findest du ja irgendwie nie wieder zurück nach Hause in dein eigenes Universum. Und das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden, ob wir zwischenzeitlich auch mal wieder in unserem eigenen zurück waren oder nicht und so. Das ist wirklich seltsam. Also, ich finde, da sind so ein paar Plotholes offen, die sie noch nicht so hundertprozentig erklärt haben. Vielleicht sehe ich das ja aber auch falsch. Auf jeden Fall sehe ich das momentan so. Und ansonsten kommen wir wieder zurück zur Grafik. Die Grafik, ja, wie gesagt, eigentlich sehr stimmungsvoll und gut. Ich würde dir, glaube ich, so eine, was weiß ich, eine 8 von einer 10 oder so geben, schätzungsweise. Einfach weil sie so stimmig ist. Die Musik geht, glaube ich, über alles. Ein bisschen schade fand ich, dass man immer an der Musik erkennen konnte, wann denn ein Level fertig, also wenn eine Gegnerwelle fertig ist. Und auch diese Spielmechanik hat mir nicht so gut gefallen.
dieses, na, wir schmeißen einfach Wellen von Gegnern auf dich und wenn die Musik dann sagt, es ist jetzt fertig, ist okay, dann kannst du rumlaufen und unbesorgt deiner Wege gehen, weil dann kommt niemand mehr. Auf jeden Fall besser als unendliche Gegnerwellen. Das ist natürlich eine Selbstverständlichkeit. Aber und irgendwie hat mir so der richtige Bosskampf gefehlt, wenn wir schon beim Gameplay sind. Ja, mal ganz ehrlich, der stärkste Gegner, auf den wir getroffen sind, war der Handyman. Obwohl, ja doch, es gab einen Bosskämpfer mit der Geistermutter, aber dadurch, dass sie eben so oft aufgetaucht ist, war es dann irgendwie auch schon wieder. Ich weiß nicht. So, am Ende hätten wir irgendwie, ich weiß nicht, ich habe gedacht, wir kämpfen gegen einen Songbird oder so. Aber vielleicht war das ja auch irgendwie von Anfang an klar, dass er zu Elizabeth steht. Tja. Das ist so ein bisschen die Frage, ne? Oh, guck mal. This is fine. It's that one line I know. Yeah. Well, he'll figure it out. That's what I'm saying. Went back home, Lord. My home was lonesome. Yeah. See, but then now it's too short. Now it's one too short. Because then it goes, what a home's up here. We'll play it one more time. Das sind die Aufnahmen von dem kleinen Ständchen, wo wir im Keller gespielt haben. And then it's missing the next line. That's what I'm saying, like, this is the second, that's the third, that's the fourth, but then... And I don't think that's supposed to say lonely. Probably lonely. Sad. We're just missing a line. We'll get the actual one. Something else. Can we run it through this video? Sehr lustig. Ich glaube nicht, dass das so gehört. Mir gerade meinen Abspann kann. Put den zwei. Kann ich doch gar nicht mehr reden. Darauf kriege ich bestimmt einen Content Strike. Be
should be like slowed down a little bit since it's the last verse. You can do that. Sounds otherwise, cool, there's like. Well, otherwise, there's just like an abrupt ending, right? All right. Well, so what I want to do. You guys are really, really, really good. What I want to do is make it 4/8 worse. I want to take the tempo down a little bit if we can, and sort of start by finding, like, Booker, if you could just be sort of like picking away at the beginning first, and then sort of start to play the song, and maybe then you guys kind of find the tempo together a little bit. I want it to feel, you guys are so excellent and professional. Yeah, no, it won't be like that. I want to make it sound like it's not like, you know, sure. Cheryl Crow and Eric Clapton in a session. So he gets Eric Clapton, I get Cheryl Crow. Who do you want, Jop? Rip. Yeah. Joplin. Xtina. Britney Spears and Seal. Okay, ja, darf ich jetzt wieder reden? Super, jetzt ist auch der Abspann vorbei. Naja gut, alles in allem, super Spiel, absolute Empfehlung. 1893, 8. Oktober. Anna? 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 Bist du das? Tja. Wer weiß, wer weiß. Nein. Gott, das Spiel schockt einen. Das, bringt einfach total aus dem Konzept. Tja. Okay. Also, wir haben das Spiel durchgespielt. Man kann es übrigens, soweit ich weiß, den 1999-Modus oder sowas aktivieren. Mal gucken. Grafik? Wohl kaum. Wo stelle ich denn die Schwierigkeitsgrad ein? Wahrscheinlich bei einem neuen Spiel könnte ich jetzt den Schwierigkeitsgrad neu festlegen. Wenn ich jetzt ein neues Spiel starte. Will ich aber natürlich nicht. Oh, man kann auch Kapitel einzeln laden. Cool. Ja, aber wie gesagt, das soll es erstmal gewesen sein. Für Bioshock Infinite. Ich werde diese Folge zusammen mit der davor hochladen. Das, das wäre sonst ein zu krasser Bruch. Außerdem ist die Folge jetzt ja nicht gerade lang. Und, absolute Empfehlung, schaut euch das Spiel an, wenn ihr es jetzt bei mir gesehen habt. Gut, ihr werdet viel von der Story euch jetzt gespoilert haben, aber das Gameplay ist klasse. Spielt's auf hart, empfiehlt jedem es auf hart zu spielen. Es fordert einfach mehr. Ich glaube, auf dem Normal wäre es doch ein bisschen trivial und simpel, einfach da die. Da kommt das ganze Kampfsystem nicht so gut raus und man muss sich ja auch ein bisschen entscheiden, für was man sein Geld ausgibt. Ich befürchte, das wäre dann auf normal auch nicht der Fall. Ansonsten, Synchro, klasse, kann man ruhig auf Deutsch spielen. Einfach ein super Spiel. Kauft's euch, unterstützt die Publisher. Ich weiß, es gibt einige Leute, die das Spiel sich vielleicht nicht auf die legalen Wege holen. Aber wenn ihr euch Let's Play dazu angeschaut habt oder euch das hier anschaut, ich denke, es ist durchaus wert, solche Entwicklungen zu unterstützen, damit wir nicht das 500. Call of Duty bekommen. Und weiterhin so kreative und gute Entwicklerstudios und Publisher arbeiten könnt. Ja, das soll es erstmal von mir gewesen sein. Sobald die DLCs natürlich verfügbar sind, werden wir einen Blick auf diese werfen und sorry nochmal, wenn ich in den letzten zwei Folgen vielleicht nicht allzu viel gesprochen habe, aber dieses Spiel hat mich so, wie man es so schön sagt, gehuckt, in seinen Bann gezogen. Da wollte ich das euch auch nicht unbedingt kaputt machen. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß und schaltet nächstes Mal wieder ein zu was auch immer. Bis dahin. Tschüss.